Ah, wie viel Kaffee säuft die, Alte? Bruder, was hast du alles eingekauft? Nudeln sind alle. Nudeln? Was ist hier unten? Kaffee ist alle? Ach du Scheiße. Digga, was hat sie... Okay, die macht auf jeden Fall die Streckkoks. Die hat gerade 3 Packungen Mehl gekauft. Boah, Alter, was sie alles einkauft. Sie wollen das andere Mehl alle, aber sie kaufen dann Alternativen. Dann holen wir jetzt hier das Farinemehl ran, wenn ihr das geiler findet. Das kostet aber auch ein bisschen mehr. Das ist klar. Und für die Geringverdiener haben wir auch noch das Geringverdienermehl. Heute volle Laden, guter Preis, gute Besserung. Danke. Oha! Oh mein Gott, der Käse ist alle. Geringverdienermehl kauft keiner mehr. Brot auch fast leer. Oh, Bruder. Jetzt ist ja nochmal richtig was los in meinem Laden. Wir haben schon geschlossen. Doch, die Nudeln sind da. Oha. Okay. Junge, das war langsam schon ein anstrengender Tag. Wann können wir jemanden einstellen? Level 10. Okay, wir werden bald einen Kassierer einstellen. Dann wird das Ganze so viel einfacher, glaube ich. Schweiter da. So, dann müssen wir die Preise gleich noch angleichen und dann können wir wieder in den Verkauf gehen. Und so stolz sein auf unserem Baba Kalle Store hier. So, Käse 5. Boah. Das kommt uns entgegen. Wasser. Wir bleiben bei Wasser stabil. Wasser muss bezahlbar bleiben. Lieber zweimal Käse als einmal Käse. Wir haben ja den Platz. Dann können wir den ja auch nutzen. Ja, würde ich sagen, machen wir auf den Laden hier. Kann ich das auch in den Karton zurückpacken? Ach so! Also das nächste, was ich will, ist auf jeden Fall ein Mitarbeiter. Ein Kassierer. Damit ich mich nur noch um den Laden kümmern kann. Kann jetzt mal einer den Tee kaufen? Oh Mann, der Tee ist halt schon im Sonderangebot gekommen. Heute ist Sonderangebot, Teetag. Wir müssen halt Umsatz machen. Bringt nichts, wenn der Tee 3 Jahre hier in meinem Regal steht. Alter, jetzt wird hier eingekauft. Sind ein paar Ladies am Start hier. Moin. Geht ihr heute noch feiern oder was ist hier los? Zweite Kasse, bitte. Ich brauchte erstmal eine Person, die abkassiert. Das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt die zweite Kasse zu machen. Wenn ich alleine bin, kann ich doch eh nicht 2 Kassen bedienen. Das ist ja völliger Quatsch. Oh, das war ein anstrengender Tag, aber es ist alles weg. Starker Tag. Starker Tag. Muss ich mich auch mal selber loben. Auch ein Supermarkt Level 10. Das bedeutet, wir holen dann lieber nochmal ein Regal. So. Das ist so krass, dass wir uns so viel leisten können jetzt auch mittlerweile. Starker Einkauf. Ganz starker Einkauf. So, wir haben jetzt das halbe Level. Wenn wir jetzt Level 10 gleich erreichen, dann können wir uns endlich eine Kraft leisten. Alter, wir gehen, glaube ich, auf die 1000 Dollar gleich noch zu. Gib her die Produkte hier. Scheiße, da sind teilweise Regale leer. Wir sind Level 10. Okay, morgen haben wir einen Kassierer. Wir stellen jemanden ein. Was kriegst du denn? Tageslohn 80, Einstellungskosten 100. Der kümmert sich jetzt nur um die Kasse. Und ich kümmere mich nur um die Regale. Das muss eigentlich mega gut laufen. Und die Frage ist, kann ich mir schon eine neue Lizenz holen? Ja, Orangensaft. Soda, geil. Das war jetzt die beste Investition, die wir hätten machen können. Mal gucken, was wir von dem ganzen Zeug hier lagern müssen. Natürlich muss die Cola ins Fridge, Digga. Das nächste, was wir holen, ist ein Lager. So, der Bio-Juice, der muss auch bitte nicht gekühlt werden. Muss auch in den Fridge. Ach, das ist so kabliert. Ich hätte halt noch irgendwie einen Kühlschrank besorgen können, aber es hat dann jetzt auch irgendwie nicht mehr money-technisch gereicht. So, jetzt arbeite. Scheiße, braucht der lange. Ach du Scheiße, der braucht so richtig lange. Muss schneller arbeiten. Junge, das sieht hier aus. Wenn das Ordnungsamt kommt, ey, die kriegen die Krise. Kauf bitte Wasser. Eier auch leer gleich. Wir verlieren die Übersicht. Ach du Scheiße. Einmal zur Seite, bitte. Herbert, du musst aber das Licht anmachen. Erdnussbutter ist leer. Die Eier sind, die Milch ist leer. Ich krieg richtig Stress gerade. Vor allem die draußen standen noch so viel. Ist ein reiner Stressfaktor gerade für mich. Ach du Schande. Also ich habe gar nicht mehr Zeit. Ich bin jetzt nur noch am Auffüllen. Ich bin gerade hochkonzentriert, ihr merkt es vielleicht. Die suchen diesen scheiß Zucker. Wir merken, ich habe das Gefühl, ich habe nicht so viel Umsatz gemacht heute. Weil du Arschgesicht ein bisschen zu langsam bist. Guck mal, das ist doch ein geiles, prall gefülltes Regal. Rechnung bezahlen. Vor allem muss der jetzt ja auch immer jeden Tag bezahlen. Er kriegt 80 Dollar am Tag. Das Lager gibt's für 800. Ich glaube, das ist so der nächste Move. Und vielleicht hole ich irgendwann auch noch eine zweite Kasse, die ich dann selber bedienen kann. Na, Herbert, heute ein bisschen schneller, bitte. Das ging mir gestern ein bisschen zu langsam. Bitte mach dich gerade. Ja, aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich fülle hier nur nach, Digga. Alles voller Getränke. Na, Käse? Wie sieht's beim Käse aus? Oder darf ich dich mal ablösen? Die Kassen sind voll. Was kostet so eine Kasse? 500? Ja, komm.
Hilft nichts. Kommen Sie doch an, Kasse 2. Oh Mann, ey. Herbert, Herbert, Herbert. Also das ist scheiße mit dir, Herbert. Wirklich. Eigener Mülleimer, weniger Rennerei. Wo kriege ich denn Mülleimer her? Leider gibt es keine Mülleimer. Ich will die Kasse auch nur öffnen, wenn der Laden zu voll wird, ne? Kaffee komplett leer, keiner sagt was. Ich würde den gern skillen. Ich glaube, ich kann den aber nicht skillen. War ganz schön stressig, der Supermarkt live. So, das Erste, was ich aber mal kurz machen will, ich will die Kasse ein bisschen verschieben. So. Die Leute sich hier gut bewegen können. Dann brauchen wir eigentlich auch einen zweiten Kassierer. Weil ich will eigentlich nichts selber machen. Den kann ich erst bei 400 und bei, ja, das dauert noch. So, und du musst dich jetzt mal hier ranhalten. Ich will wenigstens das Lager irgendwie noch. Aber ich glaube, die ganze Straße steht voll mit meinem Scheiß. Ja, lassen wir so durch. Wir brauchen unbedingt das Lager, ey. Ich will eigentlich, dass jetzt alles so gefüllt ist, dass ich direkt mit abkassieren kann. Es sieht hier aus. Die Cola Turco, die kam gut an. Wie das hier aussieht. Wie das da aussieht einfach, Bruder. Gut, Herbert. Ich hoffe, du lieferst heute. Guck mal, so geht das. Klick, klick, klack, zack. Da. Karte rein. Zack, zack. Nicht die Scheiße, die du da machst. Du schläfst ja ein beim Kassieren. Herbert, kein Wunder, dass du keinen richtigen Job findest. Dass du hier beim Baba Kalle im Laden arbeiten musst. Es wundert mich nicht. Da weht ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. Ich muss hier alles alleine machen. Du machst gar nichts. Du hast gar nichts gemacht. Milch holen wir schon mal nach. Erdnussbutter, Eier, Kaffee, Käse und rein damit. Auch ein guter Einkauf. Zack. Zack. Muss mal jemand nachlegen hier. Erdnussbutter. Damit hier nichts alle geht. Eieieiei. Ich brauche unbedingt ein Lager. Ich kotze. Milch ist alle und keiner sagt wieder was. Es macht mich so sauer. Die Milch ist der Renner in meinem Laden. Eier auch fast weg. Jetzt muss man sich für meine Eier wenigstens nicht mehr so krass bücken, weil die Eier ein bisschen weiter oben sind. Ah, so. Alter, wie viel Milch kauft ihr? Und Eier drei. Oh, Alter, Digga. Das ist ein richtiger Sportler. Das ist auch ein richtiger Giga-Chat. Herbert ist echt zu langsam. Wirklich. Ich schwöre dir, seit gerade, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Herbert arbeitet wie so eine Pflaume, Alter. Der macht gar nichts. Wir haben mal so ein paar Sachen gekauft hier. So, Müsli, Seidenbacher Müsli. Nur echt von Seidenbacher. Wenn du den Karton zumachst, siehst du, was drin ist. Aber wie mache ich den Karton zu? Man kann den zumachen. Ich hoffe, das langt jetzt mal, Herbert. Herbert, jetzt streng dich heute bitte mal an. Herbert, ich hoffe, wir kommen heute auf unsere 800 Flocken hier. Wir müssen heute richtig Umsatz machen. Baba Kalle! Moin! So macht man das, Herbert. Verstehst du das? Was haben Sie vor? Mit Zucker und Mehl? Hä? Mr. Man in Black. Aber wir kommen wirklich knapp auf 1000. Ich habe das gut vorgekaut. Ich habe das gut vorgerechnet. Also irgendwie macht das richtig Bock, das Game. Hätte auch nicht gedacht, dass ich das jetzt irgendwie so 3 Stunden spiele oder so heute. Ich habe auch Bock, das irgendwie nochmal weiterzumachen. Ich mir vor, irgendwann hast du so einen riesigen Supermarkt. Ich mir vor, entweder sie entscheiden sich jetzt endlich, was sie kaufen wollen, oder ich schmeiß die raus. Ich mein's ernst. Letzte Warnung. Letzte Warnung. Kannst du jetzt bitte zur Kasse gehen? Also entweder nimmst du die Spaghetti und fährst oder nimmst du die Spaghetti und gehst. Ich schmeiß sie jetzt raus. So, und jetzt können wir uns hier das Lager kaufen. Erstmal Rechnung bezahlen natürlich. Und dann Lager. Hä? Achso, das ist jetzt hier. Das ist jetzt mein Lager. Als ob ich Bock hab's rüber zu rennen. Wurde gescammt. Wir wurden gescammt, Leute. Ja, das ist das doch hier viel geiler. Darf man spoilern? Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt so eine krasse Story hat, wo du mich heftig spoilern könntest. Gut, speichern. Das war's erstmal mit dem... hier, Dings. Und bis bald, Baldrian. Oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Tschüss!